Test, Test, 1, 2, 3. Christian, bist du da? Schwergeräusche. Kann ich nur ganz, ganz undeutlich, verstehen. Ich glaub, hörst daran, du mich, hörst du mich? Ja, jetzt bin ich da. Jetzt doch. Ich glaube, an unseren Verständigungsproblemen, die wir haben, diesen gewaltigen, gelegentlichen technischen Problemen, liegt das auch, dass hier zwei unserer Soldaten in Panik geraten sind. Siehst du es nicht? Die sind in Panik geraten, weil sie einfach nicht genug Mumm in der Hose haben. Ich will uns. So ist es. Apropos Mumm in der Hose, hier haben wir den Soldaten mit dem doppelten Geschlecht. Hier haben wir Luxi, aka Corinna, unsere Scharfschützin, querstrich unser Scharfschütze mit dem ausgeprägten Damenbart und der hoffentlich tödlichen Wumme. Einmal feuern auf dieses Alien. Mhm. Das linke Alien. Ganz normal, ja. 71. Wir können stattdessen auch auf dieses Alien hier schießen. Ist mal Pott wie Deckel, ne? Ist Pott wie Deckel. Ne, das andere ist auch, wir wollen ja dann mit dem Sturmsoldaten das andere Alien wegpflücken und das ist ja dann näher ran. Das geht daneben. Nein, Corinna, was machst du? Ja, das war halt so kläglich. Auch nach diesen Störproblemen, die wir am Anfang hatten, was meinst du, sollen wir die Folge einfach neu aufnehmen? Und nochmal laden? Ja, das ist doch ja völlig, völlig unsportlich, ansonsten hier zu verlieren. Oder ist es unsportlich, einen Spielstand neu zu laden? Es ist unsportlich, einen Spielstand neu zu laden? Die Zuschauer können uns aber nicht erwischen. Ich würde es einfach wegschneiden. Jetzt hast du es gesagt, das musst du jetzt alles rausschneiden, schlimmstenfalls. Ach, ist mir zu viel Arbeit. Spielen wir einfach so weiter. Die Zuschauer sind, glaube ich, auch gewohnt von uns, dass wir gelegentlich failen. Das gehört zum Lokalkolorit dieses YouTube-Kanals dazu. Hier haben wir, kurz die Situation. Wir sind dabei, hier dieses Raumschiff der Aliens, herzlich willkommen übrigens bei XCOM Enemy Within, zu erstürmen. Das ist notgelandet, nachdem es einer unserer Abfangjäger abgeschossen hat. Da stieben die Funken. Hier ist ein Melt-Container, den sollten wir auch erwischen, um uns dieses seltsame Material zu eigen zu machen, mit dem wir neue Mechs ausrüsten können oder neue Spezialeinheiten erschaffen können. Und leider setzen sich die Aliens aber ganz gut zur Wehr. Hier sind zwei Leute aus unserem vierköpfigen Sturmtrupp, die sind mittlerweile in Panik, Christian. Ja, Tina Williams, die zweite Scharfschützin und unser schwerer Soldat, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, irgendwas Südamerikanisches. Alejandro Hernandez. Ja, die wurden beide angeschossen und sind dementsprechend in Panik geraten. Ich würde ihn gerne umbenennen in Hans Kuck in die Luft. Ich glaube, der war selber schuld, dass er angeschossen worden ist. Hat einfach sein Köpfchen aus der Deckung genommen. Eben, diese Plasmabolzen fliegen doch so langsam, dass man da eigentlich ausweichen kann. Aber ich glaube, die Südamerikaner können dir ein H aussprechen. Weil dann hieße er ja Hans Kuck in die Luft. Oder verwechsel ich das mit den Franzosen? Das verwechselst du, glaube ich, mit den Franzosen. Hans Kuck in die Luft? Ganz genau, ja. Das wäre die Alternative. Tina Gut, wenn wir einen französischen Soldaten bekommen, dann nennen wir ihn so. Es kann sein, dass das jetzt die letzte Runde war, bei der wir über Tina Williams schimpfen können. Nee, ich vertraue darauf, die überlebt das jetzt. Sie sitzt nur in halber Deckung, aber vielleicht sind es ja nächste Runde nur noch weniger Sektoiden, die sie aufs Korn nehmen können. Sie hat nur noch zwei Lebenspunkte. Hand aufs Herz, wie viele hast du? Ich habe höchstens einen. Oh, da werde ich jetzt keine bösen Kommentare mehr abgeben. Naja, greifst du dir plötzlich an die Brust und sackst zusammen. Das wäre mir unangenehm. Das wäre wirklich schade, einen so genialen und freundlichen, charmanten Let's Play-Kollegen zu verlieren. Entspann dich, atme tief durch, rette deine Lebenspunkte. Nee, also meine Lebenspunkte sind nicht in Gefahr. Auf uns schießt niemand. Wir sind hier nur die Kommandeure, die das Geschehen durch die Sicht einer sehr fortschrittlichen über dem Schlachtfeld fliegende Drohne beobachten. Ich fürchte, wenn ich nicht bald ziehe, dann schießen die Zuschauer auf uns. Hierhin? Ja, ist die beste Möglichkeit, die wir haben. Rennt rüber. Dann, jetzt wäre noch zu überleben, überlegen. Zu überlegen wäre vor allem auch, ja. Ich sehe gerade, der hat kein Ziel. Was ist denn da los? Ich erinnere mich dran, in einer früheren Folge mit dir darüber zu debattiert zu haben, ob diese Sturmsoldaten tatsächlich Schrotflinten tragen sollten. Ich hatte gesagt, nee, Schrotflinten, da muss man immer so dicht dran und kann oft gar nicht schießen. Aber du warst ein glühender Anhänger der Schrotflinten. Jetzt wäre der Augenblick. Das bin ich immer noch. Also die Schrotflinte hat damit nichts zu tun, dass wir kein Ziel haben. Ich wollte eigentlich gerade noch, bevor du mich unterbrochen hast, sagen, das wäre der Moment für dich, jetzt verschämt zu schweigen. Aber der ist jetzt schon vorbei. Nee, das nehme ich jetzt auch auf keinen Fall auf mich. Die Schrotflinte trägt keine Schuld daran, dass wir kein Ziel haben. Splittergranate. Reicht auch nicht. Der Wurfarm ist zu schwach. Ach komm, mein Wurfarm ist nicht. Ach so, der von ihm, stimmt. Roman, Tux. Mhm. Die einzigen beiden Soldaten, die Zuschauernamen haben, hier Tux, das andere ist Luxi, sind überhaupt noch im Rennen. Wir sollten wirklich möglichst bald alle Soldaten in Zuschauernamen umbenennen. Ja, die scheinen irgendwie besser zu überleben. Da wir nicht schießen können, würde ich gerne noch weiter vor, hinter den senkrecht stehenden Baum in hohe Deckung. Wenn das geht. Senkrecht stehen, das hier ist gar keine Deckung.
Oh, dann lassen wir das lieber. Ich hätte nur gedacht, dass wir die Aliens vielleicht noch ein bisschen unter Druck setzen, indem wir sie von der Seite packen. Aber nee, dann bleiben wir lieber hier. Feldpost nützt auch nichts. Ich glaube nicht, dass sie zu uns angerannt kommen. Aber Nachladen. Na, dann lieber Feldposten. Feldposten. Ja, genau. In der Hoffnung, dass die Schrotflinte beim Rundenwechsel sensationellerweise ein Update bekommt, ein Upgrade bekommt und eine höhere Reichweite. Ach doch, tatsächlich. Der rennt wirklich in unsere Richtung. Aber nichts ist passiert. Wir hatten keinen Schaden. Ah, Tina Williams, gut gemacht. Daneben. Sehr schön den Kopf unten gelassen. Und jetzt noch der zweite, der rennt auch. Er rennt auch davon. Warum rennt die denn nach hinten weg? Ich weiß nicht, aber mir gefällt's. Oh, Tina. Oh, Tina, was hast du getan? Ist das schon die zweite Frau, die wir um die Ecke bringen? Ach, nicht die zweite, wahrscheinlich sogar die dritte schon. Wie gut, dass wir im Real Life ganz anders gestrickt sind. Mhm. Ja, dann... Die Frauenmörder aus YouTube. Wir waren das gar nicht. Die Aliens haben den Abzug gedrückt. Nicht wir. Ja. Was nun? Außer, wir müssen die Aliens erstmal wieder lokalisieren. Ja, erstmal wieder finden, nachdem die unseren Vorposten gekillt haben. Sind die anderen eigentlich noch im Panikmodus? Also das ist. Nein, der einzige, der noch lebt, ist nicht mehr im Panikmodus. Ja, das ist ganz gut, dass ich mittlerweile nicht mehr überlegen muss, ob ich im Plural oder im Singular spreche. Die Wahl ist mir abgenommen worden. Lass ihn doch vorlaufen an die Ecke mit dem senkrecht, mit dem hohen Baum. Also einfach 3 Schritte nach links von ihm aus gesehen. Dann müssten wir die Aliens eigentlich wieder sehen. Du meinst hierhin? Ja. Oder zu einem erhöhten. Irgendwo erhöht. Wurde dann besser. Habe ich schon überlegt, aber da ist keine hohe Deckung mehr, leider. Du hast recht. Also hierhin. Mhm. Bestätige. Das reicht. Tatsächlich. Oh, das hast du aber gut abgeschätzt. Respekt. Mittlerweile, in der kniffligen Situation, könnten wir sogar. Ich klicke mal alle einmal durch und gucken, was sie für ein Schussfeld haben. Der hat immer noch kein Schussfeld. Der müsste sich erst bewegen, bevor der irgendwas macht. Da ist dieser blöde Baum hat natürlich. Wieso hat er keine Deckung? Ach, weil er direkt an der Rampe steht. Hierhin, dicht dran. Und von hier aus schießen, aus kürzester Entfernung. Könnten wir überlegen. Ich würde trotzdem gerne erst Corinna noch einen Schuss anbringen lassen. Oh, Entschuldigung. Da habe ich glatt mich um die falsche Richtung herum gedreht und den falschen Uhrzeigersinn. Kaum noch Munition im Gewehr, aber einen Präzisionsschuss könnte sie anbringen. Ja, vielleicht sogar gar nicht nötig, der erhöht ja die Chance nicht, der erhöht ja nur den kritischen Treffer. Erhöht? Ja, du hast recht. Das reicht eigentlich aus. Dann nehmen wir aber denjenigen, der weiter weg steht von den anderen. Nehmen wir den hier. Genau. Die boosten sich mittlerweile auch nicht feuerfrei. Schade, Luxi, dass sie sich nicht boosten. Luxi, du schaffst das. Mhm. Also. Rache für Tina Williams. Oh ja, und jetzt darf er auch nochmal schießen. Und wenn das nicht klappt, ziehen wir den Sturmsoldaten nochmal ran. Klang das martialisch genug von mir oder soll ich noch eine Packung Pathos drauflegen? Mach nochmal mehr, du kannst es besser. Das hat meine Mutter auch immer zu mir gesagt. Deine Mutter hat verlangt, dass du martialisch, pathetisch agierst? Nein, immer dann, wenn sie mich gebeten hat, den Müll runterzubringen, ich gesagt habe, der Müllbeutel ist mir zu schwer, hat sie gesagt, das schaffst du besser. Trau dir deinen Fähigkeiten was zu. Hierhin? Nein, also du willst erstmal mit dem hier ballern, glaube ich, ne? Ich würde erstmal eine ja, genau. 55%. Das ist nicht so viel. Nö, aber was soll er sonst tun? Feuer. Feuer. Das war nicht so gut. Hierhin und nochmal feuern. Ja, probier's. Obwohl, halbe Deckung, dann, zu spät. Halbe Deckung, zu spät. Hab schon geklickt, so bin ich. Ja, schwer die Überlegung, schießen wir oder bleiben wir in Feldposten, dass der uns nicht irgendwie 80%, umläuft. 80%, ich bitte dich. Ach, 80%, ich bitte dich, das machen wir. Tux. Sehr schön. Danke, Tux. Und genau 3, es hätte nicht schwächer sein dürfen. Tux2Go hat gerade hervorragend gekämpft. Wie gut, dass wir den rekrutiert haben, dass ein Zuschauer, der wirklich hier voll eingeschlagen hat. Mhm. Die hat keine Munition mehr. Ich schlage vor, wir ziehen sie hier. Ne, wohin? Kann von überall aus schießen, ne? Ja, aber mein genereller Plan wäre jetzt, diesen Hügel direkt vor dem UFO zu besetzen. Siehst du meinst den ja? Ja, genau. Uns dort in Position zu bringen und dann von dort aus reinzustürmen. Das heißt, sie würde ich einfach in diese Richtung ziehen, da unterwegs nachladen lassen. Dann ziehe ich sie einmal in hier hin.
und lass sie dann hier nachladen. Genau. Rücke vor! Sie, S. Luxi. Mhm. Sie, Corinna Lux. Ja. Dann haben wir noch hier den Alejandro. Und wir wollen jetzt den Gegner ja noch nicht aufdecken. Wir warten erstmal, bis alle wieder da sind. Genau, ich würde so senkrecht wie möglich auf den UFO-Eingang zustürmen, ohne diese beiden. Siehst du die blau schimmernde Tür? Mhm. Und denk dir einfach eine Linie von der Tür zu dem Hügel. Und in dieser Linie würde ich gern bleiben. Dass wir nicht durch diese aufgeklappten Seitenfenster irgendwie schon. Durch die hier links. Mhm. Genau. Hier hin? Mhm. Und auch notfalls nochmal nachladen. Ja, der hat ja auch schon ein Drittel verschossen. Jawohl, da würde ich eher auf Feldposten gehen. Mal gucken, wo der hinlaufen kann. Der Tux, der muss dringend nachladen. Den würde ich gern hier hinschicken erstmal. Mhm, oder genau. Hier hin. Ist egal. Wie du magst. Ach, wie großzügig. Dann schicke ich den erstmal hier hin, weil ich will ja noch gar keinen Gegner aufdecken. Genau, das wollen wir erst, wenn Corinna auf diesem Hügel in Stellung gegangen ist. Und einmal nachladen. Ja. Estoy preparado. Schade. Und hier Feldposten wäre mein Vorschlag. Ja, genau. Und nächste Runde kann Corinna dann in vollem Laufschritt auf eine schöne Schussposition auf diesem Hügel sprinten. Was für ein schönes Gefühl, dass wir jetzt immer einer Meinung sind und wie langweilig zugleich für die Zuschauer. Oder mögen die das, wenn wir der gleichen Meinung sind? Nein, ich glaube, die mögen das nicht. Ich glaube, die möchten Streitgespräch und dass die Fetzen fliegen. Krawall. Da siehst du diesen Baum, den abgesägten, der oben abgesplittert ist? Nein, ganz oben auf dem Hügel schon. Da kommt die hier hin? Ja, da kommt sie doch hin. Ja, da hat die aber nur keine Deckung nach links, wenn da aus diesem Eingang hier jemand rauskommt. Ja, du hast recht. Da würde ich die lieber erstmal nur hier hinschicken oder hier hin und dann kann die ja im nächsten dann weiterlaufen. Hier hin vielleicht. Dann lieber da an die Rampe, ja. Okay, und der jetzt würde ich gerne nach oben hinter die senkrechten Steine in hohe Deckung. Hier hin, ne? Mhm. Bin unterwegs. Ja gut, die beiden müssen dann sowieso nach unten und die Tür auftreten. Na, aber so lange. Den will ich ja anklicken und der lässt sich nicht anklicken, der junge Mann. Der ist schon angewählt. Ach so, deshalb. Das ist ja ein peinlicher Augenblick und schon wieder werde ich zu faul sein, das rauszuschneiden. Hier hin? Mhm. Yes. Und einfach Feldposten. Die Schrotflinte ist nachgeladen. Nachladen das, oder das, Feldposten? Das MG das MG auch bitte nachladen. Ich bin da immer nervös, weil da nur 3 Schuss drin sind. Das MG verschießt Patronen wie Popcorn. Oh, wir hören sie. Da sind sie irgendwo, die Aliens. Ein guter Zeitpunkt, um Corinna in Position zu schießen, ins All zu schießen. Leider sind die beiden schönen Positionen gerade vergeben. Ich würde sie gerne dorthin stellen, wo gerade Tux steht. Ja, finde ich eigentlich das heißt, auch. Sollen wir den Tux umpositionieren? Ja, und zwar direkt links oder rechts neben die Tür. Im Sprintmodus? Ja, klar. Sturm und Schuss oder erstmal nur hierhin? Nee, direkt neben die Tür. Der muss nächste Runde dann die Tür aufmachen können. Aber nicht Sturm und Schuss, also noch nicht schießen. Nee, den Sturm und Schuss, den heben wir uns auf. Lieber rechts neben die Tür. Dahin. Weil wir den MG-Schützen links neben die Tür positionieren. Mhm. Sehr gut. Jetzt kann Luxi hierhin rennen. Genau, und hat damit dann, falls die Tür später offen sein wird, einen Schuss in die Tür hinein. Wunderbar. Und er auf die andere Seite der Tür. Hierhin. Ja. Verstanden. Genau. Los geht's. Hat geklappt, wir haben keine Aliens aufgedeckt. Nächste Runde kriegen sie eine schöne Überraschung. Und wir hören sie immer noch. Mhm. Es grunzt und räuspert. Jetzt wäre nur zu überlegen. Jetzt fang nicht wieder mit deinem Feldposten an. Du willst darüber nachdenken, ob Corinna Feldposten bekommt, bevor die Tür aufgeht, ne? Ich kann deine Gedanken lesen. Macht dir das ein bisschen Angst? Ja, irgendwie schon. Ich scheine zu berechenbar zu sein. Gut, dann tu es nicht. Wenn du meine Gedanken lesen kannst, können die Aliens es auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Und da bin ich zu berechenbar. Ja, dann öffne ich jetzt mal das Türchen hier. Willst du es wirklich tun? Normalerweise sägst du doch dann die Folge ab und machst einen Cliffhanger. Ja, aber jetzt schon. Dann in ein paar Minuten. Das wäre ein bisschen früh. Ja. Dann auf, Tür ich, auf. Ich könnte mir sogar, oder wenn man das so, wir gehen jetzt mit zweien auf Feldposten und mit dem hier machen wir die Tür auf. Nein, dann haben wir überhaupt keine Interaktionsmöglichkeit mehr, das wäre zu gefährlich. Also einfach nur die Tür auf. Einfach nur die Tür auf. Oder mit dem hier auf Feldposten. Tür auf. Tür auf. Tür auf. Was wird uns erwarten?
Und. Ha, einer. Ja, aber was für einer? Der, wie heißen die auf Deutsch? Der Aufseher. Der Chef. Der Chef vom Ganzen. Mhm. So, dann schau doch mal. 66. Ja, das ist aber Quatsch. Wir schießen doch nicht, wenn der in Deckung ist. Wenn der umlaufen will mit Sturm und Schuss. Meinst du, das ist der... Ach, wir müssen den... Wenn wir den letzten hier killen, ich vermute, das ist der letzte, aber diesen Meldcontainer automatisch dann. Mhm. Dann könnten wir mal... Ich klicke mal durch alle durch, was die für Wahrscheinlichkeiten haben. 61%. Ich denke, damit fangen wir mal an. Mit Präzisionsschuss. Wäre dir das recht? Das wäre mir sehr recht. Wird zwar daneben gehen, aber... Das tatsächlich. Daneben geschossen. So, jetzt der Herr Hernandez. Der schießt natürlich nicht von hier, sondern der läuft direkt nebendran. Hierhin. Dahin. Mhm. Ja, dahin. Direkt davor. Ja, genau. In der Hoffnung, dass es wirklich der Einzige ist. Wenn nicht, gehen wir woanders in Deckung. Mhm, genau. Wenn er da noch einen anderen aufdeckt, dann verschwinden wir einfach wieder. Sieht also, nicht, das sieht nicht so der aus. Doch eigentlich schaffen aus der Entfernung, oder? Das sollte 100% sein. 89%. Das Programm geizt. Da stehen sich die beiden gegenüber. Ein guter Augenblick für einen Cliffhanger. Das würde ja... Ja, das wäre eine zu kurze Folge. Geht nicht. Wie schade. Das stimmt ja auch gar nicht, dass die sich gegenüberstehen. In Wirklichkeit verläuft die Zeit da ja innerhalb von Sekundenbruchteilen. Stürmt er da rein, rollt sich ab, reißt das MG hoch und macht das Magazin leer. Dass der da jetzt steht, das ist ja nur für uns. Und nur 3. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Dann setzt man dasselbe nochmal mit Sturm und Schuss, laufen nochmal direkt nebendran. Muss Sturm und Schuss einsetzen, damit er um den rumlaufen kann, damit er ihn ohne Deckung erwischt. Achso, ich weiß es, stimmt. Von diesen, alles was im blauen Bereich läge, für den wäre ja noch innerhalb von. Lauf direkt neben ihn, ein Feld hierhin? Neben ihn. Direkt ein Feld neben ihn. Wenn der. Ich habe ein bisschen Sorge, ich weiß nicht, was passiert, wenn der stirbt. Dass der eventuell, wenn er zersplittert oder stirbt, irgendwelche Kristallsplitter von sich abfeuert oder irgendwie Unheil anrichtet. Nee, das passiert nur bei anderen Gegnern, bei dem hier nicht. Dünne Männer verpuffen in so einer Giftwolke, andere explodieren, aber der nicht. So, jetzt. Spüre die Macht der Schrotflinte, 100%. Alle Missionsziele erreicht. Ja, ein Meldkanister. Ein XCOM-Einsatz. Eine XCOM-Einsatzkraft verloren, was das Programm kommentiert mit gut. Na dann. Aber es tut mir schon leid, Tina Williams. Mir auch. 5 Aliens getötet. Ein Zuschauer verloren. Nein, kein Zuschauer. Nur eine KI-Kraft. Deshalb wahrscheinlich Prädikat gut. Und ein Kanister Meld. In Japan. Operation Schwebender Winter. Schwebender Schnee hätte er eigentlich heißen müssen. Dieser Einsatz. Das trifft mich jedes Mal, wenn wir einen Soldaten verlieren. Auch wenn es nur so eine KI-Hilfskraft war wie Tina Williams. Die war doch in einigen Missionen dabei und hat sich tapfer geschlagen. 3 Einsätze, 4 Kills. Also, Alejandro ist schwer verwundet noch die nächsten 16 Tage. Tina Williams, AD Tina. Es war mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Wir schicken deinen Geschwistern und deinen Anverwandten in die Heimat eine Flagge. Nein, schicken wir natürlich nicht, weil das ist ja eine geheime Organisation hier, XCOM. Deshalb werden wir denen irgendwie was erzählen von wegen beim Auslandspraktika an der Universität in Hintertupfingen von der Leiter gefallen, beim Versuch, die Fenster zu putzen im Studentenwohnheim. Gefallen. Genau, ganz, ganz unglücklich in einen Tacker gefallen. Ja. Sofort tot. Leben weggetackert. Kann passieren. Roman, Tux dagegen und Corinna sind immer noch topfit. Luxi und Tux. Ja, und Alejandro werden wir erst in 2 Wochen wiedersehen. Gut. Oh, Spaghetti-Sniper. Ein Orden. Du erinnerst dich, du hast ihn so genannt. Ich war das. Ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Und dann noch die Verteidigernadel. Ja. Oh, guck mal, was wir alles geborgen haben. Ein Alien-Nav-Computer. Cool. Was immer das ist. Damit navigieren die Raumschiffe besser. Und wir jetzt auch durch dieses Let's Play. Es wird wohl ein außerirdisches TomTom sein. Sektoiden-Leichen 2 Stück. Dünner Mann-Leiche 2 Stück. Illyrium, Alien-Legierungen, Waffenfragmente, Meld, UFO-Computer. Und das werden wir gleich verhökern. Auf dem Schwarzmarkt. Ein beschädigter UFO-Energiequelle.
Wer kauft sowas? Das frage ich mich auch. Vielleicht sind das Leute, die einfach Sammler sind. So Fans unserer Let's Play-Reihe, die gerne bisweilen ein Souvenir haben möchten. Ja, aber ich bekomme gerade über Twitter eine Anfrage rein. Ein Zuschauer wird das gerne kaufen und hätte das gerne von uns beiden handsigniert. Ja, gerne. Mach doch. Werde ich zuerst mal dir rüberschicken per Skype, per Dateienaustausch. Bitte kurz. Achso, du hast das Ding schon digitalisiert. Ja, das ist in Ordnung. Ganz genau, 3D-mäßig eingescannt. Bitte einmal unterschreiben. Moment, mein 3D-Drucker druckt das gerade wieder aus. Ist jetzt fertig, ich unterschreibe. Und wunderbar. Da steht auch schon der UPS-Mann vor der Tür und nimmt es entgegen. Genial. Das soll noch mal jemand uns vorwerfen. Wir seien nicht die schnellsten Let's Player, die es überhaupt gibt auf YouTube. Kommt bei mir auch wieder an. Prima. Und ja, und kann jetzt hier auch verkauft werden. Ach, ich muss noch unterschreiben. Okay, hab unterschrieben. Und weg damit. 30 Credits für uns. Das finde ich sehr nett von diesem Zuschauer. Hätte eigentlich ein bisschen mehr geben können. Mit den Unterschriften sollte es eigentlich ein bisschen mehr wert sein. Vielleicht 31 oder 32. Vergiss nicht, das Ding ist beschädigt. Ach so, ja. Es funktioniert nicht mehr. Vielleicht sind wir beide ja auch beschädigt. Oder zumindest unsere Unterschriften. Offene Aufträge. Was ist denn da? Satellitenverlegung. Ach so, ja, stimmt. Ach, das war diese Anfrage der Bundesrepublik, die gerne einen Satelliten über ihrem Territorium hat, um diese ganze Flut von Let's Play-YouTube-Videos abzufangen. Wir werden demnächst den Pulsbogen erforscht haben. Zwei Satelliten sind im Bau. Wir erwarten Ende des Monats April 2015 den Ratsbericht und damit wieder Geld und haben diese komische Anfrage aus Deutschland, von der Christian gerade schon berichtet hat. 34 Credits haben wir auf der hohen Kante. Wow, sind wir ja fast so reich wie bei Quadriga mit bisweilen. Monatlich kommen, ja? 52 kommen rein monatlich. Ich scheue mich davor, aber wirf doch mal bitte einen Blick in die Kaserne. Ich glaube, da sieht's nicht allzu. Commander, da stehen lauter leere Feldbetten. Wenn wir nicht bald neue Soldaten über die Kasernen reportieren. Wie viele sind es? 7 wieder? Sind wir wieder zurück bei den glorreichen 7? Ja. 1, 2, 3, 6. 6 aktive Soldaten haben wir. Irgendwie peinlich. Kannst ja in der Zwischenzeit mal Tux eine Medaille verleihen. Oh, das mache ich. Tux hat die sich auch redlich verdient. Für sein Ausschalten dieses dünnen Mannes eben in einer Sturm- und Schussaktion und das Ausschalten des Außenweltlers. Ich habe gesehen, wie die heißen. Nicht aufsehe. Da wollen wir mal schauen, wo wir dem das geben können. Hier, Orden. Und Tux war ist Sturmsoldat, nicht? Ja. Was geben denn internationale Ehrenkreuzplakette, Verteidiger, Nadel, Spaghetti, Sniper? Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr auswendig, was das alles macht. Da haben wir noch nicht mal eine Kraft zugewiesen. Ach, hier bei dieser. Also wenn überhaupt, bekommt er diese nationale Ehrenkreuzplakette, finde ich. Ich wette, du wirst sie auch wieder umbenennen in irgendwas Respektloses. Willenskraft für jede unterschiedliche Nationalität im Trupp. Zielgenauigkeit für jeden Kontinentbonus. Das ist, glaube ich, erst Zukunftsmusik bei den... Vielleicht sollten wir die nochmal aufheben für später und einem Scharfschützen dann geben. Willenskraft? Geht auch. Geht auch. Wie viel? Ich weiß gar nicht. Also wird wohl mehr geben als Zielgenauigkeit. Was bringt das nochmal, Willenskraft? Geraten die dann? Willenskraft hilft dagegen, dass die nicht so schnell in Panik geraten. Oh, das ist gut. Obwohl gerade Tux bräuchte das eigentlich nicht. Ich glaube, Tux ist eine ganz coole Sau. Ja, das hilft ihm dann außerdem an der Essensausgabe, sich nach vorne zu drängeln. Ja, dann ist es wichtig. Wir wollen, dass Tux immer gut bei Futter ist. Orden, dann sollten wir den Orden vielleicht doch tatsächlich umbenennen. Ja. In, irgendwas, also Willenskraft. Die Ich-Will-Plakette. Oder wenn schon, wenn das tatsächlich eine Hilfe ist in der Kantine, wie du meinst. Mampf-Mambo, dann ist das die gefährliche Giftschlange an der Essenskantine, die alle wegmampft. Stimmt. Oder hast du einen etwas sinnvolleren Vorschlag? Das passt auch super zum Spaghetti-Sniper. Ja, und jeder weiß auch sofort, was gemeint ist. Man hört das natürlich und weiß sofort, das kann sich nur um Willenskraft und Nationalitäten handeln. Ja, Mampf-Mambo, okay. Verleihen? An Tux. An Tux, ja. Roman Medina Tux, da taucht der Name Tux ja gar nicht auf, komisch. So ein schöner Bart. Was für ein würdevoller Augenblick. Ich habe eine Träne im Knopfloch. Ich nicht. Ich muss schon so viele Soldaten kommen und gehen sehen.
Bei uns, ich glaube, die Zuschauer sehen bei uns wirklich viele, viele Soldaten kommen und gehen. Aber Tux natürlich nicht. Tux wird Nein, jetzt durch Tux, den... Tux ja. bleibt. Ich glaube auch, dieser Orden ist sowas wie ein virtuelles Kraftfeld um ihn herum, der ihn auch bei künftigen Kämpfen schützen wird. Sollen wir noch ein paar Orden mehr verleihen? Zumindest Luxi? Ja doch, Luxi bekommt noch mal eine Verteidigernadel. Nicht so ein Spaghetti-Sniper. Sniper passt doch eigentlich. Welche Kraft ist denn da? Zielgenauigkeit gegen Feinde in voller Deckung, das wird doch passen. Ich erinnere mich, dass wir den schon verliehen haben. An ihn Luxi. Auch? Dann, na gut, dann mach mal. Tatsächlich. So, Tux ebenfalls diesen Orden hier geben. Nee, finde ich sinnlos, weil wir mit dem ja eher Gegner umlaufen, die dann gar nicht mehr in Deckung sind. Du hast was gegen Tux, glaube ich. Nein, ich möchte ihm nur die Verteidigernadel lieber geben. Die Verteidigernadel bekommt ebenfalls Tux. Hat noch gar keine Kraft. Verfällt nie in Panik, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden. Oder Medikits heilen mehr. Ich glaube, verfällt nie in Panik ist etwas, was er dringender braucht bei unserer Spielweise. Nein, ich glaube, er braucht das andere auf der rechten Seite. Wo wir doch nie Medikits einsetzen. Wir haben doch in jeder Folge die Grundsatzdebatte. Ich sage immer, komm Christian, lass unserem Unterstützersoldaten ein Medikit geben. Und du sagst dann, ja, okay, können wir machen, aber wir brauchen keinen Unterstützer. Ich möchte die rechte Kraft dafür haben, bitte. Ganz ohne Argumente, einfach nur aufgrund. Einfach so, das passt viel besser zum ernährungstechnischen Grundklang unserer Medaillen. Das ist einfach mehr Körperfett. Mehr Körperfett? Auf den Rippen, ja? Das ist die Körperfettmedaille. Dann wissen wir gleich, genau. Mehr Körperfett wäre, glaube ich, noch präziser. Also mehr Körperfett bekommt. Bekommt auch Tux. Auch Tux. Passt ja auch irgendwie zum Mampf-Mambo, mehr Körperfett zu haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, du nimmst die ganze Tragweite und Tragik dieses Spiels nicht so ganz ernst. Ich nehme das Spiel schon ernst, aber ich befürchte, Tux könnte ein bisschen zu ernst nehmen, welche Orden wir ihm gerade verliehen haben. Mhm. Wir müssen uns beim nächsten Mal irgendwas anderes überlegen. Mehr Körperfett, also mehr verteilt. Na, wir warten erstmal ab. Das reicht jetzt, glaube ich, ja. Ja, man kann's mit lass uns die Erdkugel weiterdrehen, dass wir einen neuen Auftrag anrollen können. Wird gemacht. Nach Aktivität scannen. Pulsbogen ist fertig. Und jetzt erfahren wir mal von Dr. Valen, der Frau mit dem eiskalten Blick und der mädchenhaften Stimme, welche finsteren Pläne wir in ihrem Auftrag damit ausführen sollten. Pulsbogen. Dieses Gerät wird in der Lage sein, Gegner zu lähmen, sprich Aliens, die kann man dann gefangen nehmen und dann dann verhören. Nein, nicht verhören, mit ihnen diskutieren. Eine nicht tödliche Handfeuerwaffe, die Gegner betäuben soll, sowas wie ein Pfefferspray, nur auf XCOM-Niveau, funktioniert offenbar am besten bei bereits geschwächten Gegnern. Wir sollten die also erstmal anschießen, bevor wir mit dem Pulsbogen auf die feuern. Und ja, was als nächstes erforschen? Ich sehe nur ein Problem mit dem Pulsbogen. Um gefangene Aliens zu Hause verhören zu können, bräuchten wir auch eine Art Alien-Aufbewahrungsraum. Und so einen haben wir natürlich noch nicht. Können wir uns aber gar nicht leisten. Ich wäre dafür, die erstmal hier zu autopsieren, aufzuschnibbeln, die Gegner. Was würde denn die Experimentalkriegsführung, wie lange würde die denn dauern? 12 Tage. 12 Tage. Strahlwaffen, 34 Tage. Ach, das ist ja fürchterlich. 40 Tage, die Schalenrüstung. 12. Sucherautopsie. Nur 8 Tage, das machen wir mal. Rapzap. Trotz ihres äußeren Erscheinungsbilds scheint diese Maschine nicht aus organischen Komponenten zu bestehen. Ihre Oberfläche hat eine höchst ungewöhnliche metallische Struktur, die irgendwie mit den Dämpfen, die sie zur Tarnung... Das sind deine Freunde, die Tintenfische. Ja, ganz genau. Das waren meine Freunde, die Tintenfische. Komisch, ne? Wird erst in 8 Tagen fertig sein, aber wir sehen die Herrschaften schon mal bei der Arbeit. Ja, die sitzen da und tippen Tabellen und alles. Lass uns den Globus weiterdrehen. Ei, wird gemacht. Entführung gemeldet. Plätze anzeigen. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob. Wie sollen wir in die USA gehen? Oder sollen wir nach Rio de Janeiro gehen? Oder sollen wir nach Kapstadt gehen? Das ist eine Frage, über die wir jetzt diskutieren werden mit Beginn der nächsten Folge.
Das ist jetzt der Cliffhanger diesmal. Wohin es uns zieht, ob nach Südamerika, nach Südafrika oder nach Seattle in die USA. Vielleicht zu einem Besuch bei den Firaxis-Entwicklern dieses Spiels. Wer weiß, das wird alles erst aufgedeckt zu Beginn der nächsten Folge. Mit Christian, mit mir und mit euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.